14 zu 18. Noch 3 Punkte trennen die Routiniers vom ersten Satzgewinn. Gut. Gut. 16 zu 18. Ah. 19 zu 16 für Volk und Lux und sie haben den entscheidenden, oftmals entscheidenden 35. Punkt gemacht. Zlatko Volk schlägt nun bei 19 zu 16 Führung auf. Doch immer wieder kämpfen sich die Rodauer heran. Mit 21 zu 19 können Lux und Volk den ersten Satz für sich entscheiden und führten im zweiten Satz schon mit 14 zu 11, verloren diesen dann aber und mussten im Entscheidungssatz die Überlegenheit der Rodauer anerkennen. Das spannendste und beste Spiel der gesamten Veranstaltung war das Damen-Halbfinale. Hier traf die Titelverteidigerin und 14-malige Berliner Einzelmeisterin Jutta Trapp von den Reinickendorfer Füchsen auf Silke Schröder, Juniorin und bis zum letzten Jahr die Nummer 1 von Bremen. Heute spielt Silke mit Jutta Trapp bei den Füchsen und ist die erste Ersatzspielerin der Erst-Bundesliga-Mannschaft. Mit konsequentem Angriffsspiel zwingt Silke Schröder ihre Mannschaftskameradin immer wieder in die Ballonabwehr und kann dann selbst punkten. Gäbe es so etwas wie einen Misstischtennis von Berlin, so gebührt dieser Titel, wie Hermann Hammer es in 20 Beide ausführte, wohl Jutta Trapp. Seit nunmehr 20 Jahren stellt die Ex-Nationalspielerin ihre Spielstärke unter Beweis. So konnte sie sich dieses Jahr noch einmal zum Bundesendranglistenturnier der 12 besten Damen Deutschlands qualifizieren und belegte gegen die Konkurrenz, die zum Teil bei ihrer ersten Endranglistenteilnahme noch gar nicht geboren war, den 11. Platz. Obwohl Jutta Trapps Spiel nach moderner Auffassung als veraltet zu betrachten ist, sie spielt ohne Topspin, kann sie immer wieder das Publikum durch gefährliche Zwischenschüsse und durch gute Ballonabwehr verbunden mit einer großen Laufarbeit begeistern. Mit 19 zu 16 kann Silke Schröder im ersten Satz in Führung gehen und diesen bei eigenem Aufschlag für sich entscheiden.
20-16 und somit 4 Satzbälle für Silke Schröder. Den ersten Satzball wendet Jutta Trapp mit einem gekonnten Zwischenschuss ab. Doch kann sie es nicht verhindern, dass Silke Schröder den ersten Satz gewinnt. Ebenso setzte sich Silke Schröder im zweiten Satz durch und viele der Zuschauer erwarteten eine große Überraschung. Doch dann kam Jutta Trapps große Aufholjagd. Sie entschied den dritten und vierten Satz für sich. Im fünften Satz hat Jutta Trapp die dann körperlich immer mehr abbauende Silke Schröder sicher im Griff und kann sich so für das Finale qualifizieren. Im Halbfinale der Herren traf der Düppler-Neuzugang Henning Patzke auf den Neuzugang der Hartaner Jens Krause. Beide Spieler verbindet der Abstiegskampf ihrer Vereine. Während Düppel versucht, die zweite Bundesliga zu halten, kämpft Hertha BSC um den Klassenerhalt in der ersten Liga. Henning Patzke versucht immer wieder, gegen den manchmal etwas unbeweglich wirkenden Linkshänder Krause das Spiel zu bestimmen. Überhaupt hatte das Spiel zwar kein sonderlich hohes Niveau, war aber unwahrscheinlich spannend. Erst der Entscheidungssatz sollte den Endspielteilnehmer ermitteln. Eine der Stärken von Henning Patzke ist, dass er versucht, auch die Aufschläge aktiv zu nehmen, indem er sie kurz mit der Rückhand anzieht. Scheiße! Beiden Spielern ist die Nervosität in der Entscheidungsphase des fünften Satzes deutlich anzumerken. Satzball für Henning Patzke. Und Henning Patzke kann auf 2-2 ausgleichen. Endphase des Entscheidungssatzes. Henning Patzke beim Aufschlag.
19:20 gegen Henning Patzke und Jens Krause trennt noch ein Ball bis zum Finale. 20:20 und alles ist wieder völlig offen. Vorteil für Patzke. 21:20 im fünften Satz bei eigenem Aufschlag. Und mit einem Netzroller erkämpft er sich den Weg in das Finale. Der Finalgegner von Henning Patzke wurde im zweiten Halbfinale zwischen den beiden Rodoern Franka Süske und Christian Thomas ermittelt. Schon vor 2 Jahren standen sich diese beiden Spieler, damals im Endspiel der Berliner Meisterschaft, gegenüber. Damals konnte sich Frank durchsetzen und gilt seitdem im direkten Vergleich als Favorit. Franka Süske ist 19 Jahre alt und bei der Polizei, während der 22-jährige Christian Thomas studiert. Beide Spieler spielen im mittleren Parkkreuz des Tabellenführers der zweiten Bundesliga, TSV Rudow. Sie haben beide in der Hinrunde der zweiten Liga eine hervorragende Bilanz erzielt. Kasiske kann diesen Satz für sich entscheiden, obwohl beide Spieler sehr emotionslos wirken, ist tatsächlich ein Satz zu Ende gegangen. Im vierten Satz kann sich Franka Süske immer besser in Szene setzen.